Heute gehe ich in eine Klasse und weiß von vornherein, die Kinder gehören alle zu dir, zu dieser Schule. Und das ist ein anderer Ansatz. Das heißt, ich gucke, welche Ressourcen die Kinder haben und ich gucke nicht auf die Defizite. Und das ist, denke ich, ja, das, worauf wir gucken müssen, dass wir uns als System anpassen und nicht die Kinder, wenn sie nicht passen, weggegeben werden. Teambesprechung an der Grundschule Wolperath-Schönau, Freitagmorgen, 7.30 Uhr. Das ganze Kollegium ist anwesend und bleibt jeden Tag bis 16 Uhr. So kann Unterricht immer gemeinsam geplant und nachgearbeitet werden. Die Schule wurde 2005 gegründet. Sie setzt von Anfang an auf schulweite Inklusion und ist für alle Kinder offen. Ja, dann denke ich, können wir jetzt in die Klassen gehen. Schon ab 7 Uhr morgens ist die Gemeinschaftsgrundschule Wolperath-Schönau geöffnet. Betreten ist für die knapp 200 Schüler nur mit Hausschuhen erlaubt. Die Räume der Schule sind schmutzfreie Zonen. Im offenen Anfang können die Schüler vor dem Unterricht lesen oder Hausaufgaben machen. Die Schule gehört seit 2011 zu den ersten inklusiven Beispielen auf der Inklusionslandkarte des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Freitags ist Werkstatttag an der Grundschule Wolperath. Werkstätten gibt es zu den Themen Kunst, Mathematik, Bauen, Erdkunde und Theater. Immer wenn die Kinder in die Werkstätten laufen, steht Schulleiterin Elisabeth Schmies oben am Geländer und freut sich über das bunte Treiben. Gemeinsam in Vielfalt, das ist der Leitgedanke der Schule. Wenn wir es hier in Schule nicht schaffen, ein selbstverständliches Akzeptieren und miteinander leben und arbeiten hinzukriegen, werden wir das in der Gesellschaft nie schaffen. Also ist das unsere erste Aufgabe, das hinzukriegen. Und wenn ich die Kinder hier so sehe, für die ist das kein Problem. Für die ist das noch nicht mal mehr im Bewusstsein, dass es anders ist. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Immer häufiger werden Tape-Art-Künstler sogar von Städten offiziell gebeten, ihre Werke zu hinterlassen und werden dafür bezahlt. Das Thema der Kunstwerkstatt ist Straßenkunst. Letzte Probe für einen selbst choreografierten Flashmob, den die Schüler heute Mittag zum Wochenabschluss vor der ganzen Schule aufführen wollen. Die Freitagswerkstätten sind jahrgangsgemischt, von Klasse 1 bis Klasse 4. In der Kunstwerkstatt sehe ich immer wieder, dass Kinder aus dem ersten Schuljahr ankommen, die total wahnsinnig große, tolle Ideen haben, aber noch gar nicht wissen, wie sie umsetzen sollen. Dann kommt ein großer Herr und unterstützt dabei und kann das dann für den Kleinen mit umsetzen. Er sagt die Idee, der Große setzt es um. Und das ist das Tolle daran. Das heißt, dieses sich gegenseitig befruchten, gerade in der Kunstwerkstatt, ist fantastisch. Das funktioniert ohne Probleme. Nebenan in der Bauwerkstatt konstruieren die Kinder Lastwagen, Kräne, Bagger und waghalsige Wolkenkratzer aus Holz. Ziel ist, dass alle Schüler auf unterschiedlichen Niveaustufen von und miteinander lernen. Bauen ist für Kinder, besonders mit sonderpädagogischem Förderbedarf, also man merkt es dann gar nicht, dass sie einen Förderbedarf haben, weil die so im Element sind und bauen und wirklich diesen Lern spürt man dann. Wenn ihr tapet auf den Wänden und ihr merkt, ihr habt einen Fehler gemacht, ich mach das mal vorher auf dem Boden. Hier. Du hast jetzt hier getaped und sagst, ah nee, eigentlich sollte der Strich nach da gehen, dann kannst du es wieder losmachen und kannst es so kleben. Die Schüler aus der Kunstwerkstatt bekommen buntes Klebeband und probieren dann auf den Fluren der Schule zwei neue Techniken aus, die sie heute kennengelernt haben. Tape Art und Urban Knitting. Soll ich mal abschneiden, wenn ihr verknüpft habt? Ah. Wenn die Kinder frei sind in ihrem Schaffen, dass sie dann wirklich in so einen Flow reinkommen und ganz kreativ werden und ganz kreative Dinge entstehen. Also so versuche ich eigentlich immer zu arbeiten im Kunstunterricht, dass man gibt ein Oberthema, gibt den Kindern Materialien und die Kinder testen einfach aus und dann kommt was dabei raus. Die Kinder aus der Klasse 4a jedenfalls finden den Werkstattfreitag ziemlich cool. Warum ist das cool? Weil man dann sowas wie eine Belohnung hat für die Arbeit, die man in der Woche gemacht hat. Bei den Lernstandserhebungen erreichen mehr Kinder als im Landesdurchschnitt die Kompetenzstufen 3 bis 5. Besonders im Lesen sind die Ergebnisse deutlich besser.
Die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erreichen mindestens den Landesdurchschnitt, teilweise liegen sie darüber. In der Bewegungspause am Vormittag turnen und toben die Kinder in der Turnhalle. Finn aus der 3A hat seinen Rollstuhl mit der Schaukel getauscht. Unter den ganzen Kindern macht Finn inzwischen auch gute Fortschritte beim Sprechen und freut sich jeden Tag auf die Schule. Weil es einfach Spaß macht, mit den anderen Kindern zu sein. Wissen Sie warum? Na, erzähl. Weil ich gerne Ballspiel. Draußen spielen die Kinder auch miteinander und schieben dann gerne mit dem Rollstuhl. Aber allein dieses Umfeld und auch die Geräuschkulisse ist für Finn einfach nochmal was Besonderes, auch gewöhnungsbedürftig, aber er ist halt mit dabei. Susanna hatte einen Verehrer, der war der stärkste Junge in ihrer Klasse. Mit dabei zu sein, das ist für Finn das Wichtigste. Im Unterricht und nachmittags in der Ganztagsbetreuung in den Räumen der Grundschule Wolperath-Schönau ist er ganz selbstverständlich Teil der Gruppe. Auf der Stelle einen Kuss gab. Die Klasse 4a bei der Arbeit an ihrem Wochenplan in den Fächern Deutsch, Sachunterricht und Mathematik. Die Aufgaben sind vorgegeben, die Reihenfolge können sich die Schüler selbst aussuchen. Klassenlehrerin und Sonderpädagogin sind für alle Kinder ansprechbar. Das Unterrichten macht mir so mehr Spaß. Ich habe auch Zeit, mehr zu beobachten, die Kinder zu beraten. Also ich verstehe mich als Beraterin der Kinder. Und ja, wenn ich gebraucht werde, so helfe ich. Und wenn ich nicht gebraucht werde, ziehe ich mich auch zurück. Was unsere Kinder, glaube ich, sehr genau für sich klar haben, ist, dass alle Menschen zusammengehören, eine Gemeinschaft bilden. Und das tragen die so mit in die Schule rein, in den Alltag. Und dadurch bringen, glaube ich, unsere Kinder die Schule ganz weit durch ihr Zusammensein voran. Der Wochenabschluss an der Schule ist ein Ritual. Die Geburtstagskinder der Woche bekommen ein Ständchen. Die Street-Art-Künstler aus der Kunstwerkstatt präsentieren ihren Flashmob. Und mit einem gemeinsamen Lied geht für Finn und die anderen Kinder die Schulwoche zu Ende. Als Zaungäste dürfen die Eltern dabei sein, die ihre Kinder abholen. Auch das gehört an der Grundschule Wolperath-Schönau zum Ritual der Gemeinsamkeit in Vielfalt. Inklusion, also das ist schon eine schwierige Frage, aber ich denke mal, das bedeutet, dass man mit allen Kindern zusammenleben soll. Also mit allen Leuten halt zusammenleben sollen. Und ja, egal ob im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl, ist völlig egal. Und egal ob alt oder jung, ne? Ja. Ob dick oder dünn. Ja.